Diese verflixte Ketchup-Packung nicht auf. Reiß sie an der gestrichelten Linie auf. Gestrichelte Linien heißen gar nichts. Das ist wie der Tür-zu-Knopf im Fahrstuhl. Alles nur Show. Komm her, ich mach's auf. Hier. Danke. Ich brauch noch 12 Stück. Er hat recht. In diesen Dingern ist echt kaum was drin. Danke. Die sollten ein bisschen größer sein. Etwas so wie ein Kissen. Ja. Oder wie eine Matratze. Wäre das nicht super cool, auf Ketchup zu schlafen? Oh. Können wir mal über was anderes als Ketchup reden? Der Babysitter kostet $7 die Stunde. Oh mein Gott, das ist ja eine Überraschung. Hey, Carrie, Guy und Lisa, hi. Sieht aus wie ein ehemaligen Treffen unserer Wohngemeinschaft. Wie läuft's so? Oh, alles bestens, alles bestens. Hey, Carrie, wir haben uns ja ewig nicht mehr gesehen. Ich weiß, ja. Ich kann das total verstehen. Ich weiß, wie beschäftigt ihr seid. Gerade ihr zwei. Ihr seid telefonisch nie zu erreichen. Ja, ich weiß, dass ich jetzt dran bin, dich anzurufen. Ich bin froh, dass wir euch über den Weg gelaufen sind, denn es gibt eine Neuigkeit. Wir werden demnächst heiraten. Ja! Oh, oh, die zwei heiraten. Das ist und dann auch noch zusammen. Danke. Ich habe einen Heißluftballon gemietet und dir die wichtige Frage 500 Meter über New Jersey gestellt. Oh, gut, dass sie ja gesagt hat. Das wäre sonst ein peinlicher Flug nach unten geworden. Oh, bitte, bitte, bitte sagt mir, dass ihr am 3. des nächsten Monats noch nichts vorhabt, denn ich möchte euch wirklich, wirklich, wirklich dabei haben. Aber natürlich kommen wir. Wir kommen mit wem denn fahren? Das wollen wir doch nicht verpassen. Wir kommen auch. Oh, wir werden da sein. Oh ja, ich fände es super, wenn ihr kommen könntet, gerade ihr zwei, wo ich doch genau weiß, wie sehr ihr beschäftigt seid. Wir sehen uns. Na klar. Ja. Ja. Schönen Abend noch. Wow, die zwei heiraten endlich. Toll. Ich finde das richtig klasse. Ja, ich finde es auch super. Ich finde sie echt nervtötend. Das ist sogar schlimmer geworden. Und schon, hört auf. Sie ist total in Ordnung. Die Hochzeit wird ganz sicher lustig. Und jetzt hört auf zu lästern. Wer lästert denn? Solange es dort einen Typ gibt, der Beefsteak serviert, werde ich ganz sicher anwesend sein. Wie geht's dir? Gut. Ich weiß nicht, was ich zum Abendessen kochen soll. Wärst du mit Eiern zufrieden? Das klingt etwas ungewöhnlich, doch ich erlaube es. Ah, Douglas, du bist der Mann, den ich jetzt brauche. Hey, Arthritis. Ich sag jetzt einen Satz und du wirst sofort darauf reagieren. Also nicht denken, sondern sprechen. Herrenschuhe zum halben Preis. Los. Ich passe. Nächste Frage. Im Style-Ride-Schuhladen ist ein Vater- und Sohn-Schuhverkauf. Der Vater kauft ein Paar, der Sohn kriegt eins umsonst. Wir zwei gehen dahin und kaufen zwei zum Preis von einem und teilen uns die Kosten. Du musst einfach nur so tun, als wärst du mein Sohn. Ja, ja. Nein. Du hast schon verstanden, dass es sich hier um Schuhe zum halben Preis handelt. Ja, ist mir klar. Und mir ist auch klar, dass du gerade eine eklige Wurst gegessen hast. Entschuldige, nicht interessiert. Wie du willst. Du hast dich gerade mit deiner Klugscheißerei um ein sehr gutes Geschäft gebracht. Du bist mit einem echten Verlierer verheiratet. Hier ist die Einladung zu Lisas und Geis Hochzeit. Oh, wirklich? Mach sie auf, mach sie auf. Ja? Ja. Das Konfetti wäre nicht nötig gewesen. Lies vor. Also, bla 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 bla, da 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 da, das ganz gewöhnliche Zeug. Hier ist was Lustiges, Guys Mutter heißt Mitch. Mitch! Und wo ist die Hochzeit, im Leonard? Warte, das steht im Abschnitt 2. Im Della Cave Manor. Oh nein, das ist nicht wahr. Was? Das ist in Maryland. Was? Gaithersburg, Maryland. Wir müssen nach Maryland fahren. Zeig mal her. Ja, glaubst du, ich kann nicht lesen? Da fahren wir 5 Stunden hin. Das geht übers ganze Wochenende und wir müssen da übernachten. Sie hat uns reingelegt. Wir fahren nicht hin. Sie sind zwar Freunde, aber keine nach Maryland fahren, Freunde. Douglas, wir müssen da hinfahren. Wenn wir das nicht tun, dann können wir die Freundschaft für immer vergessen. Sehr schön, vergiss sie. Douglas, ich habe ihr gesagt, dass wir Zeit hätten und dass wir da mit wehenden Fahnen aufkreuzen würden. Das war aber bevor dir eingefallen ist, dass
mein Onkel Schmelmen uns an diesem Wochenende besuchen wird und er eventuell in diesen Tagen sterben könnte, wenn das nötig ist. Nein, Douglas, wir können uns unmöglich da rausmogeln. Wieso denn nicht? Erinnerst du dich noch an unsere Hochzeit? Da waren sie in München und sie sind extra unsretwegen zurückgeflogen. Weißt du, wo München ist? Ich sag dir, es ist näher als Maryland. Douglas, wenn wir da nicht hinfahren, dann kann ich der Frau nie wieder in die Augen sehen. Du weißt doch, wie Lisa ist. Ich rufe sie nicht einmal zurück und sie sagt, oh, ihr seid so beschäftigt und so schwer zu erreichen. Stell dir vor, was kommt, wenn wir ihre Hochzeit verpassen. Oh, wir haben euch auf unserer Hochzeit so vermisst. Wie gut, dass wir damals extra aus München für eure zurückgeflogen sind. Wir fahren mit Sicherheit zu dieser Hochzeit. Wenn wir fahren, dann verprügle ich Mitch. Ich weiß nicht, Arthur. Ich meine, so zu tun, als wäre ich ihr Sohn, das ist doch irgendwie wie Lügen. Lügen willst du nicht, aber als ich dir von den Schuhen zum halben Preis erzählte, hast du dich gefreut. Jetzt halt bitte deinen Rand und nenn mich ab sofort Daddy. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ja, die würde ich gerne sehen, in 9,5. Welche hättest du gerne, Sohn? Clarks Wallabies in Größe 7. Das ist mein Junge. Gut, Sie und Ihr Sohn nehmen Platz und ich hol die Schuhe. Er glaubt uns. Wirklich ist das toll. Nur so aus reiner Neugierde. Was ist eigentlich mit deinem richtigen Vater? Er hat mich und meine Mom verlassen, als ich 2 war. Dann muss diese kleine Scharade ja für dich sehr schmerzhaft sein. Naja, es ist schon... Klappe, er kommt. Hatte sie beide am Lager. Ach, großartig. Danke. Ist doch komisch. Ich weiß noch genau, wie ich dem Jungen seine ersten Erwachsenenschuhe kaufte. Wissen Sie, was er sagte? Meine Zehen haben jetzt ihr eigenes Haus. Und wie passen Sie? Wunderbar. Sie erinnern mich an meine erste GI-Ausrüstung. Sie haben im Zweiten Weltkrieg gedient? Army, 71. Infanterie. Sie machen Witze. Ich war bei der 29. Ich meine, wir waren die Jungs, die zuerst rüber sind, um euch da dann den Weg frei zu machen. Ach, Sie waren das. Na ja, für uns war es auch kein Picknick. Ja, aber wir hatten viel mehr Opfer als der 71. Ja, aber können Sie sich auch vorstellen, wie schwierig das für uns war, überall Ihre Leichen zu steigen? Hey, Dad, die Rockportlaufers sind aus. Ich bestell heute welche, okay? Danke, Scotty. Das ist mein Sohn. Gut aussehender Bursche. Halt dich gerade. Hören Sie, ich habe da eine Idee. Was halten Sie davon, wenn wir zusammen Mittagessen gehen? Wir nehmen die Jungs mit und erzählen ihnen, wie der Krieg wirklich war und wie unsere Einheit eure Ärsche gerettet hat. Ja, und wie wir dann eure gerettet haben. Aber das besprechen wir weiter bei Toni Roma. Du, ja. Hör mal, Dad, ich bin zurzeit sehr beschäftigt und ich habe wirklich keine Zeit. Guck mal an, Zeit zum Schuhe kaufen hast du gefunden. Aber eine Stunde mit diesen netten Leuten essen zu gehen, geht nicht. Jetzt zieh die Schuhe aus. Warte draußen im Auto. Und das ist das billigste Zimmer, das Sie haben? Ihnen ist schon klar, dass Sie eine Stadt in Maryland sind, von der außerhalb dieses Staates noch nie jemand etwas gehört hat. Sag ihnen, dass wir im Automobilclub sind. Na los. Ja, nur für eine Nacht. Sag ihnen das doch mal, dann kriegen wir vielleicht einen Nachlass. Alles klar, vielen Dank. Bye, bye. Wieso sind wir im Automobilclub, wenn du es nicht mal erwähnst? Das habe ich schon, bevor du reingekommen bist. $189 ist das Billigste, was sie uns geben können. Können wir auf diese Antwortkarte nicht Nein ankreuzen? 4 kleine Buchstaben, es wäre ganz einfach. Nein. Wir hängen zu tief drin. Lisa hat gestern angerufen und ich sagte ihr wieder, dass wir mit wem denn fahren kommen würden. Nochmal die Fahren? Du bist ja ganz besessen von Fahren. Sie kamen extra aus München eingeflogen. Ach, komm schon. Aber weißt du, was das Schlimmste ist? Wir werden da runterfahren, wir werden ein ganzes Wochenende opfern, wir werden 300 fremde Leute treffen, wir werden schlecht essen und die beiden werden wir vielleicht 10 Sekunden sehen. Und ich ende sicher in einer Gruppe von Cousins, die zu YMCA tanzen. Das liegt daran, weil du so gut dazu tanzt. Ich weiß. Ich meine, erinnerst du dich noch an Teddys und Davids Hochzeit? Wir haben die zwei nicht einmal gesehen, die haben gar nicht gemerkt, dass wir da waren. Ich glaube, ich habe da eine Idee. Was? 300 Gäste? Wir werden die zwei nie zu Gesicht bekommen. Wir fahren nicht. Und werden sagen, wir wären da gewesen. Was? Das können wir doch nicht machen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Aber ist das nicht illegal? Nein. Du hast doch gesagt, wir sehen sie nur 10 Sekunden, wenn es hochkommt. Keiner wird sagen, dass wir nicht da waren. Das funktioniert.
Trauen wir uns das? Ja! Irgendwann rufen wir an und sagen, wie toll wir uns amüsiert hätten, wie schön sie aussah und dass wir es schade finden, sie kaum gesehen zu haben. Mr. Heffernan, ich fange an, Ihre Idee zu mögen. Ziehen wir es durch? Ich habe ein bisschen Angst. Ja, na gut, also. Okay, ich bin dabei. Das ist eine der größten Ideen, die ich je hatte. Und ich habe schon über doppelt gefüllte Kekse nachgedacht, bevor man sie erfand. Okay. Um Antwort wird gebeten. Ja. Und wir nehmen das Menü mit dem Hühnchen. Warte, was ist das andere Gericht? Steak. Weißt du was? Trag mich für Steak ein. Wir fahren doch gar nicht dahin, also was soll das? Hühnchen wäre taktisch völlig falsch. Die gucken drauf und sagen, was? Duck nimmt kein Steak? Was zum Teufel ist da los? Geben die vielleicht nur vorzukommen? Na gut. Ich glaube zwar nicht, dass sie auf so einen Gedanken kommen, aber bitte, hier ist das Steak. Und weißt du was? Ich nehme auch Steak. Sehr gut. Wir tun es. Okay. Und jetzt haben wir es getan. So ist das Leben. Sehr schön. Und damit sagen wir offiziell, dass wir zu einer Hochzeit gehen. Doch wir gehen gar nicht. Mach Sex mit mir. Die Tischkarten. Doug, mir ist gerade was eingefallen. Was? Wir müssen fahren. Wenn wir nicht kommen, dann merken Guy und Lisa, dass unsere Tischkarten nicht weggenommen wurden. Und dann wissen sie, dass wir nicht da waren. Das ist alles, was ihr tun müsst. Versteht ihr? Unsere Tischkarten wegnehmen und unsere Teller etwas mit Essen beschmieren, damit sie denken, dass wir da waren. Ja, ihr müsst uns irgendwie am Leben erhalten. Und es gibt einen Bonus. Also, wenn euch die Steaks von unseren Tellern anlachen oder das Kartoffelpüree, dann nehmt es euch. Ist das alles? Ja, noch was. Du solltest im Laufe des Abends zur Bar gehen und dir zwei Drinks holen. Dann spazierst du an Guy vorbei und sagst, hey, wo ist Doug? Hier ist sein Drink. Ja? Du wisst, dass wir auch nicht nach Maryland fahren wollen. Hey, wir übernehmen Ihren Plan. Wir tun auch so, als würden wir hinfahren. Ach. Nein, das geht nicht. Auf gar keinen Fall. Völlig unmöglich. Vier Leute können nicht so tun, als würden sie da hinfahren. Das ist zu offensichtlich. Außerdem, was meine Idee? Was soll der Quatsch? Du hast doch die Idee nicht erfunden, so zu tun, als wäre man irgendwo, ist aber gar nicht da. Doch, hab ich. Dumm gelaufen. Wenn wir hin müssen, werden wir euch nicht helfen. Bitte, Kelly. Bitte. Ich flehe dich an. Hilf uns da bitte raus. Oh, in Ordnung. Was? Wir fahren doch sowieso dahin. Danke, Kelly. Tausendmal Dank. Oh, noch eine Kleinigkeit. Sei doch so freundlich und gib ihm das Geld von uns. Tausend Dank. Wirklich. Hi, hier ist Doug. Und hier ist Carrie. Wir können gerade nicht ans Telefon gehen, weil wir in Maryland sind. Aber wir sind am Sonntag wieder zurück. Aber Sie wissen ja, was Sie jetzt tun sollen. Also tun Sie es nach dem Piep. Denn wir sind in Maryland. Ich glaube, Sie haben es verstanden. Ja. Ist das nicht clever? Ja. Wir wären 5 Stunden gefahren, aber stattdessen packe ich meinen Hintern auf der Wohnzimmercouch. Super cool ist das. Wir haben das ganze Wochenende nur für uns. Oh ja. Ente-Spannung. Wer ist das? Keine Ahnung. Hi. Hi. Ratet mal. Mein Kind hat 39,8 Fieber. Was? Ja. Also können Kelly und ich nicht zur Hochzeit fahren. Ich habe Lisa und Guy angerufen. Sie waren wirklich sehr enttäuscht, aber sie haben natürlich Verständnis. Wer lässt uns jetzt anwesend aussehen? Das weiß ich jetzt auch nicht, aber... Darf ich euch das wieder zurückgeben? Und wir dachten, da ihr zwei jetzt sicherlich fahren werdet, könntet ihr doch unser Geschenk mitnehmen, nicht wahr? Aber wir hatten eine Verabredung getroffen. Der Kleine ist wirklich sehr krank. Ich werde auch schnell wieder nach Hause fahren, um ihn in kaltem Wasser zu baden. Also dann, wir sehen uns. Damit würdet ihr uns einen großen Gefallen tun, wenn ihr so tun würdet, als wären wir da gewesen. Ihr müsstet unsere Tischkarten entfernen, etwas Essen von unseren Tellern wegnehmen. Ja, und wenn ihr ihnen vielleicht das hier noch geben könntet. Und das hier auch noch, dann wäre das großartig. Ihr wollt, dass wir Guy und Lisa anlügen, indem wir so tun, als wärt ihr da? Ja. Was haltet ihr davon? Um ehrlich zu sein, ich finde das furchtbar. Und mir wäre sehr unwohl dabei. Dem kann ich mich nur anschließen. Das verstehe ich gut. Ja, das verstehe ich. Und was läuft sonst so? Also,
Also Scotty leitet den Laden mit mir zusammen und abends geht er auf die St. Jones Academy. Er macht da seinen Wirtschaftsabschluss. Später werde ich sehen, ob ich unseren Laden nicht zu einer Kette machen kann. Vielleicht werden wir meinen Laden auf Long Island eröffnen. Was für ein toller Bursche. Ja, was für ein toller Bursche. Und Spence, was tun Sie? Ihm gehört die U-Bahn. Ich arbeite bei der U-Bahn. Ich verkaufe Tickets und Stadtpläne. Manchmal verkaufe ich auch Metrocards. Und wird's dich umbringen, abends zur Schule zu gehen? Ich will nicht zur Schule gehen. Es gibt eine neue Sache namens Ehrgeiz. Wer sorgt dir welche? Oh, Frucht meiner Lenden. Ist wohl eher ein Früchtchen. Willst du mich wohl bitte in Ruhe lassen? Ich werde dich in Ruhe lassen, wenn du Verantwortung für dein Leben übernimmst. Sei ein Mann! Halt die Klappe! Halt die Klappe! Was hat er von seiner Mutter? Hey, lass gefälligst meine Mutter da raus. Ich werde mal nach unserem Tisch sehen. Ja gut, ich komme mit Daddy. Ich glaube, ich gehe jetzt besser. Wieso willst du weg? Wir werden gleich zu Abend essen. Ja, aber ich habe keinen großen Hunger. Wiedersehen. Ja, verschwinde, geh ruhig. Aber da draußen gibt's eine Menge Jungs wie Scott. Du kannst nicht immer weglaufen. Was ist denn nur in Sie gefahren? Warum sind Sie denn so gemein zu mir? Habe ich auch nur eine Sache gesagt, die nicht wahr ist. Sieh dich doch an, du bist 34 Jahre alt und hast es zu nichts gebracht. Du arbeitest im Untergrund wie ein Frettchen. Ja, gut, ja. Wissen Sie was? Sie haben recht. Aber jetzt sage ich Ihnen mal was. Die ganze Zeit, wo Sie so getan haben, als wären Sie mein Vater, hätte es Sie da umgebracht, wenn Sie nur einmal gesagt hätten, du bist ein toller Junge, Spence. Oder ich bin stolz auf dich, Spence. Ich liebe dich, Spence. Hätte Sie das umgebracht? Oh Gott, was habe ich getan? Oh, ich esse dir alles gut, mein Kleiner. Nein, Sie dürfen nicht sagen, dass ich deswegen angerufen habe. Wer ist das? Der Bandleader für die Hochzeit. Okay, ich möchte, dass Sie Folgendes sagen. Doug und Carrie haben sich gerade dieses Lied gewünscht. Nein! Herzchen, Sie müssen sagen, gerade. Okay, wissen Sie was? Vergessen Sie es einfach. Vielen Dank, bye bye. Nein, dieser Kerl war echt keine Hilfe. Oh je. Die Leute haben wirklich Probleme. Naja, also die Hochzeit ist in genau 2 Stunden. Ich würde sagen, wir sind ziemlich angeschmiert. Ja, es ist vorbei. Weißt du, ich frag mich, was werden Sie wohl in dem Augenblick empfinden, wenn Sie merken, dass wir gar nicht gekommen sind? Wie werden Sie es herauskriegen? Durch das schwule Pärchen? Den Bandleader? Unseren Steuerberater? Ich werde dir sagen, was passiert. Guy und Lisa kommen an unseren Tisch, um sich zu bedanken, dass wir gekommen sind. Doch alles, was Sie finden werden, sind 2 kalte Steaks und ein schmutziges Geheimnis. Wie lange dauert's noch? Es sind immer noch 3 Stunden Fahrt. Verdammt, dann fahr schneller. Vielleicht schaffen wir es noch, bevor Sie die Torte rausbringen. Du musst da runter, wir müssen auf die 95. Okay. Gib mir mal die Limo-Flasche, ich muss pinkeln. Ich hab sie. Okay. Los jetzt, schnell! Da sind sie. Beeilung, sie fahren gerade weg. Ich kann auf diesen Absätzen nicht schnell laufen. Wieso trägst du Absätze? Weil wir auf eine Hochzeit gehen. Ja! Wiedersehen! Alles Gute! Lisa! Viel Spaß! Wir sind da! Hey, Doug ist auch da! Das Ding war köstlich! Verpasst. Sie haben uns bestimmt wegen der vielen Seifenblasen nicht sehen können. Also ich bin sicher nicht nach Maryland gefahren, ohne dass es jemand erfährt. Komm mit, hier, nimm du. Entschuldigung, das ist nur für die Familie des Bräutigams. Ja klar, das weiß ich. Ich bin ein Stiefneffe von Guy. Nur die Familie des Bräutigams, okay? Verstehe, ist ja gut, wir gehen schon. Entschuldigung. Entschuldigung, darf ich? Ja. Des Bräutigams. Danke. Und alle sagen jetzt, was für ein Blitz. Was für ein Blitz! Nur die Familie des Bräutigams.